Deutschland ist die größte und stärkste Volkswirtschaft innerhalb der EU. Die EU ist der größte Konkurrent der USA und die USA selber haben im Moment große Schwierigkeiten und müssen natürlich ihre Konkurrenten da mit allen Mitteln bekämpfen. Und genau das sehen wir. Der Crash ist unvermeidlich. Also wir stehen vor einem riesigen Wirtschafts- und Finanzcrash und dieser Crash ist unvermeidlich. Man weiß im Moment nicht, kommt vorher noch ein Krieg? Wird das Ganze auf Kriegswirtschaft umgestellt? Wird das Ganze hinausgezögert? Oder kommt dieser ganz große Finanzcrash und damit natürlich auch der ganz große Wirtschaftseinbruch? Meine Voraussage ist, der Goldpreis und der Silberpreis im Moment sind sehr niedrig noch angesichts dessen, was wir in der Zukunft sehen werden. Die Tendenz bei Gold und Silber, die lautet nach oben, nach oben, nach oben. Wir leben in historischen Zeiten und das bestätigt der Goldpreis. Denn wenn der Goldpreis redet, dann schweigt die Welt. Und während ich gerade dieses Interview mit Ernst Wolf hier aufnehme, durchbricht Gold eine extrem wichtige Zone von 2400 US-Dollar. Etwas, worüber uns vor einigen Jahren noch viele Menschen ausgelacht hätten. Und erstmal herzlichen Glückwunsch an alle Menschen, die sich dafür entschieden haben, in physische Edelmetalle zu investieren. Denn auch Silber liegt bereits bei 29 US-Dollar. Sollten wir diese Marke übers Wochenende halten oder sogar in Richtung 30 Dollar gehen, dann gibt es nach oben erstmal kein Halten. Ernst, ich freue mich, dass du und ich, dass wir vielen Menschen in den letzten Jahren diesen Tipp gegeben haben, ihr Vermögen abzusichern. Und ich bedanke mich natürlich auch bei jedem unserer Zuschauer. Schön, dass du dabei bist und heute mit mir über diese aktuellen Ereignisse redest. Ja, danke für die Einladung. Für die Zuschauer ein kleiner Hinweis. Am Mittwoch um Punkt 19 Uhr, am 17. April, unter dem Video ist ein Link für euch, wird es ein Live-Seminar geben, in dem ich mit Ernst darüber sprechen werde, wie die Taktiken aussehen zum Vermögensschutz mit Gold und Silber. Dass es Zeit ist, euer Geld zu retten, denn die Krisen breiten sich aus. Ich beginne vielleicht mal mit der ersten Frage, Ernst. In Deutschland brennt es an allen Ecken und Enden. Wir befinden uns gerade in einer Dauerkrise und es scheint, als würden wir immer tiefer hineinrutschen. Wie denkst du, wird sich die Wirtschaft in Deutschland weiterentwickeln? Und wie siehst du die Wirtschaft weltweit? Kommt es zu einer globalen Rezession? Ja, die globale Rezession ist vorprogrammiert und Deutschland steht da auch im Fadenkreuz einer ganz schwierigen Entwicklung. Weil Deutschland ist die größte und stärkste Volkswirtschaft innerhalb der EU. Die EU ist der größte Konkurrent der USA und die USA selber haben im Moment große Schwierigkeiten und müssen natürlich ihre Konkurrenten da mit allen Mitteln bekämpfen. Und genau das sehen wir. Also all das, was die USA tun, schadet ganz besonders Deutschland. Und das Schlimme ist natürlich, dass die deutschen Politiker das alles einfach mitmachen und so hinnehmen. Also das, was ganz extrem war, war das Beispiel jetzt, dass die USA Deutschland von russischem Gas weggebracht haben, dass sie gesagt haben, wir sollen lieber amerikanisches Fracking-Gas nehmen, aber dann plötzlich sagen, also Fracking-Gas aus Amerika, das gibt es nicht. Also da kann man sehen, dass die deutschen Politiker inzwischen nichts anderes als völlig hilflose Marionetten der USA sind. Ja, wenn du über die USA sprichst, in den USA zieht die Inflation wieder an. Ernst, die Zinswende verschiebt sich voraussichtlich. Jamie Dimon spricht sogar von US-Leitzinsen von 8% oder mehr. Meine Frage ist, wird sich hier absichtlich wird hier Absicht daran festgehalten, die Zinsen anzuheben, um die Wirtschaft zu sabotieren, sie zu zerstören? Und wie erklärst du sie, dass Gold und Silber trotz der hohen Zinsen solche Rekordpreise machen? Die Zinsen werden nicht angehoben, um die Wirtschaft insgesamt zu zerstören. Das zerstört vor allem den Mittelstand. Also die großen, ganz großen Konzerne, die betrifft das nicht so sehr. Aber der Mittelstand wird immer stärker unter Druck gesetzt. Und vor allem die kleinen Banken. Und die kleinen Banken, die muss man irgendwie aus dem Geschäft drängen im Moment, weil wir im Hintergrund also die Vorbereitung von der Einführung von CBDCs erleben. Also CBDCs werden auf jeden Fall kommen. Und wenn die CBDCs kommen, dann werden die ganzen kleinen und mittleren Banken nicht mehr gebraucht. Und diese kleinen und mittleren Banken kann man sehr gut aus dem Geschäft drängen, indem man die Zinsen erhöht, weil die haben ihre ganzen Sicherheiten in Staatsanleihen. Staatsanleihen sinken, die Preise für Staatsanleihen sinken, wenn die Zinsen ansteigen. Und diese Banken sind dann gezwungen, die Staatsanleihen zu geringeren Preisen als den Einkaufspreisen auf den Markt zu werfen und werden dann in die Insolvenz getrieben und von den großen Banken übernommen. Also was wir sehen, ist ein riesiger Konzentrationsprozess und eine weitere ganz grandiose Umverteilung von unten nach oben. Ja, das passt zu dem, was Jerome Powell, der amerikanische Notenbankchef, gerade erst sagte, denn er rechnet mit weiteren Bankenzusammenbrüchen. Ich zeige euch mal, wie er es genau formuliert hat. Es wird Zusammenbrüche von Banken geben. Aber das betrifft nicht die großen Banken. Wenn man sich die sehr großen Banken ansieht, ist das kein akutes Problem. Es sind eher die kleineren und mittelgroßen Banken, die diese Probleme haben. Ernst, du hast es ja gerade gesagt. Es scheint alles beabsichtigt zu sein und nach Plan zu laufen. Ein weiterer Plan, der derzeit gerade vor unseren Augen abläuft, ist, dass der Europäische Gerichtshof nun den Klimaschutz als Menschenrecht definiert hat. Kurz darauf spricht übrigens Wissing von Fahrverboten am Wochenende zum Klimaschutz.
Denkst du, dass dieses Urteil des EuGH nun Tür und Tor für die totalitären Klimamaßnahmen öffnet? Und immerhin sind die Menschenrechte ja, und das muss man immer wieder ganz klar betonen, in unserer Verfassung gesichert. Gilt das jetzt also vielleicht als ein Einstieg in eine neue Klimareligion, eine neue Klimaideologie, in der wir uns alle dem unterwerfen müssen, was die Gesetzgeber hier vorschreiben? Ja, leider muss man sagen, dass unsere Verfassung ja so gut wie nicht mehr gilt. Also wir haben das ja in der Gesundheitskrise über 3 Jahre erlebt, dass unsere wichtigsten Rechte ganz einfach außer Kraft gesetzt wurden mit irgendwelchen Notverordnungen angeblich zugunsten unserer Gesundheit. Und das Gleiche versucht man jetzt zugunsten des Klimaschutzes voranzutreiben. Wobei die Maßnahmen, die im Rahmen des Klimaschutzes getroffen werden, nichts mit der Verbesserung des Klimas oder der Verbesserung der Umwelt zu tun haben, sondern das ist eine weitere Umverteilung. Also die CO2-Steuer, die betrifft die Großen nicht so hart, aber die betrifft den Mittelstand ganz hart. Also das ist ein weiterer Generalangriff auf den Mittelstand, der dadurch immer mehr in die Enge getrieben wird. Aber das ist genau der Trend, den wir erleben im Moment. Also die Großen gewinnen immer mehr Macht und der Mittelstand wird immer stärker dezimiert und immer stärker unter Druck gesetzt. Ja, aktuell lassen sich enorm viele geopolitische Verschiebungen in diesem Zusammenhang beobachten. Im Nahen Osten deutet alles auf eine Einmischung des Iran hin. Die chinesischen und die russischen Kriegsschiffe dringen ins Rote Meer vor. Und auch im Konflikt Russland gegen die Ukraine tut sich wieder einiges. Auch Deutschland und die EU mischen sich ebenfalls immer stärker ein. Ernst, denkst du, es könnte hier zu einer aktiven Kriegsbeteiligung kommen? Ja, für möglich halte ich da alles. Also ich würde da keinem Politiker heute mehr irgendwelche Gewissensbisse unterstellen. Aber interessant ist, was dieses ganze Kriegsgeschehen mit den Zinsen zu tun hat. Also ich sage ja, man muss die Zinsen weiter anheben. Ich sage das schon seit einem halben Jahr. Alle reden immer von Zinssenkungen, aber ich bin sehr überzeugt, dass es zu weiteren Zinsanhebungen kommen wird. Und für die braucht man einen Grund. Und der Grund, das wird sein, die Bekämpfung der Inflation. Die Inflation ist im Moment nicht ganz so schlimm, aber die kann man natürlich vorantreiben. Und die kann man ganz wunderbar vorantreiben, immer indem man zum Beispiel den Krieg im Nahen Osten vorantreibt. Wenn man den Iran mit in den Krieg hinein einbezieht, dann kann der Iran sehr schnell die Straße von Hormuz schließen und 30% aller Energietransporte der Welt gehen über die Straße von Hormuz. Das würde bedeuten, dass die Preise sofort weltweit ganz stark anziehen und man hätte genau den Vorwand, den man braucht, um die Zinsen weiter anzuheben, um den Mittelstand weiter in die Knie zu zwingen und um die kleinen Banken aus dem Geschäft zu drängen. Ja, darüber werden wir übrigens auch nochmal am Mittwoch um 19 Uhr sprechen. Einer der limitierten Plätze kannst du dir gerne unter dem Video sichern. Ein Thema, Ernst, das du gerade ansprichst, ist eben genau dieser entscheidende Konflikt, dass in den Mainstream-Medien kaum Beachtung geschenkt wird, ist für mich unverständlich, denn das könnte zu einer potenziellen Ölkrise führen, ähnlich wie auch in den 70er Jahren, als es die Stagflation über 10 Jahre hinweg gab. Wir hatten in 3 großen Inflationswellen am Ende die Edelmetalle, die Rohstoffe und den Rohstoffsektor als Gewinner. Verlierer waren Aktien und Immobilien. Jetzt hat der Iran bereits ein Ölembargo gegen Israel bzw. Länder, die Israel unterstützen, ins Spiel gebracht. In den 70er Jahren war es so, dass durch dieses Ölembargo der Silberpreis über Nacht vervierfacht und dann in mehreren Etappen immer weiter gestiegen ist. Auch Gold hat davon profitiert. Der Iran ist aber auch zeitgleich BRICS Plus Mitglied und die BRICS Plus kontrollieren mittlerweile 44% der globalen Ölförderung. Zudem haben die USA die Ukraine dazu aufgerufen, keine russischen Raffinerien mehr anzugreifen, weil der Ölpreis bereits jetzt wieder steigt. Hältst du denn eine Ölkrise für realistisch und was wäre die Auswirkung auch für die Gold- und die Silberpreise und für den Westen? Also es könnte ja auch Wohlstandsverluste bedeuten. Nein, ich halte die Ölkrise für sehr realistisch und ich glaube auch, dass man die künstlich herbeiführen wird. So, weil man sie 1973, 74 auch künstlich herbeigeführt hat. Weil die Ölkrise von damals war praktisch der Auftakt für die Finanzialisierung des gesamten Weltwirtschaftssystems. Also bis in die 70er Jahre haben wir eine ganz normale Weltwirtschaft gehabt, in der die Finanzindustrie der produktiven Industrie, der produzierenden Industrie zugearbeitet hat. Seit den 70er Jahren ist das anders. Da hat die Finanzindustrie mehr oder weniger die Weltwirtschaft übernommen und bestimmt das Geschehen. Und jetzt haben wir im Moment einen riesigen Konzentrationsprozess, in dem die wenigen IT-Konzerne des Silicon Valley und die großen Vermögensverwalter versuchen, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und da bietet sich natürlich die Explosion der Ölpreise im Moment an. Weil das wird die Inflation dann hochtreiben, das wird große Schwierigkeiten erzeugen, das wird gerade das untere Drittel der Bevölkerung in immense Schwierigkeiten bringen. Und dann kann man natürlich mit seiner Agenda ganz wunderbar voranschreiten. Und die Agenda lautet einfach Einführung von CBDCs, also von digitalem Zentralbankgeld. Das ist das wichtigste und das zentrale Projekt, was im Hintergrund gerade vorbereitet wird. Und alles andere muss man im Lichte dieses Projektes betrachten.
Das ist sehr hilfreich, ernst. Ich betrachte das tatsächlich auch immer so. Und mittlerweile scheint sich ja eine riesige geopolitische Kluft aufzutun. Scheint so, dass der Westen zurückfällt und die BRICS-Nationen, also der Osten, bezeichne ich es jetzt mal, immer schneller aufstrebt. Das scheint aber auch so, als würde die Dedollarisierung, also die Nutzung des Dollars, immer weiter zurückgedrängt. Und die BRICS-Länder, also diese genannten östlichen Länder, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, aber auch der Iran, UAE, gehören dazu, wie gesagt, viele Ölländer. Wie passt das zusammen, dass diese Länder so viel Gold kaufen derzeit und zeitgleich diese Spannungen immer größer werden? Denn die USA waren ja immer die unangefochtene Nummer eins, auch was die Goldbestände weltweit betrifft. Verschiebt sich hier gerade etwas. Na, ich glaube, viele Leute unterschätzen immer noch die Macht der USA. Also die USA haben nicht nur 800 Militärstützpunkte überall auf der Welt, sondern die haben mit dem Dollar auch noch das größte Pfand, also den größten Trumpf in ihrer Hand. Also auch die ganze Dedollarisierung ist auch teilweise eine Kampagne, die geführt wurde, um die Leute in die Irre zu führen. Also der Dollar ist gerade gegenüber den kleineren Währungen in Asien, in Südamerika und in Afrika im Moment stärker denn je zuvor. Also die BRICS-Staaten haben dann natürlich aufgeholt, aber man darf nicht vergessen, dass in den BRICS-Staaten die Leute, die da den Ton angeben, im Grunde alle zusammenarbeiten mit den Leuten, die im Westen den Ton angeben. Also ich erinnere nur an die Tatsache, dass beim WEF, beim World Economic Forum, das größte Kontingent an zukünftigen Politikern und zukünftigen Wirtschaftsführern aus den USA und das zweitgrößte Kontingent aus China kommt. Dass die ganzen Leute, die in China am digitalen Yuan arbeiten, fast alle in den USA an Stanford, Harvard, Yale, Princeton studiert haben. Also da gibt es eine in Zusammenarbeit im Hintergrund, genau wie sie es im Zweiten und im Ersten und im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Wir wissen ja, im Zweiten Weltkrieg hat es die Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegeben. Die hat den Amerikanern zugearbeitet, die hat den Briten zugearbeitet. Die hat aber der deutsche Finanzminister damals oder der Reichsbankchef Hjalmar Schacht als seine Bank bezeichnet. Also da wurde hemmungslos im Hintergrund zusammengearbeitet, während eben auf den Schlachtfeldern damals 66 Millionen Menschen ihr Leben verloren haben. Und deswegen, man soll sich von dieser ganzen BRICS-Agenda oder so nicht blenden lassen. Wir haben es mit einem großen Kartell zu tun, das die Welt beherrscht wie nie ein Kartell zuvor. Und dieses Kartell besteht aus sechs großen IT-Konzernen im Silicon Valley und vier großen Vermögensverwaltern an der Wall Street. Und der wichtigste Vermögensverwalter und das wichtigste Element da drin, neben den IT-Konzernen, ist eben BlackRock. BlackRock beherrscht die Finanzmärkte der Welt und hat die Welt damit aufgrund der Tatsache, dass sie auch die Daten von Microsoft beherrschen oder ihre Daten bei Microsoft inzwischen hochgeladen haben, hat da eine ungeheure Macht. Übrigens interessant ist, dass der Börsenwert von Microsoft, den habe ich mir heute Morgen mal angesehen, inzwischen bei 3,2 Billionen US-Dollar angekommen ist. Unvorstellbar. Wie passt es dann zusammen, dass Russland ankündigt, Anfang des Monats jeden Tag 2,6 Milliarden Gold zu kaufen, um die eigenen Goldbestände zu verdoppeln? China behält das eigene Gold im Land, das größte Goldförderland der Welt, und kauft Goldbestände hinzu. Es scheint ja, als würde hier ein Krieg oder ein Wettrennen um das Gold laufen. Und die Frage ist auch, warum? Weil ist das vielleicht einer der Gründe, der den Goldpreis gerade so sehr beflügelt? Ja, es ist ganz einfach so, der Crash ist unvermeidlich. Also wir stehen vor einem riesigen Wirtschafts- und Finanzcrash und dieser Crash ist unvermeidlich. Man weiß im Moment nicht, kommt vorher noch ein Krieg, wird das Ganze auf Kriegswirtschaft umgestellt, wird das Ganze hinausgezögert oder kommt dieser ganz große Finanzcrash und damit natürlich auch der ganz große Wirtschaftseinbruch. Und alles ist natürlich unglaublich förderlich für Gold und Silber, weil das Vertrauen der Menschen, und das ist genau der Grund, warum das Gold und das Silber im Moment so hochgehen, das Vertrauen der Menschen in dieses System ist in seinen Grundfesten erschüttert. Also wir haben jetzt eine ganze Zeit erlebt, wo die Leute so langsam so ein bisschen kritischer aufs System geguckt haben, aber wir haben offensichtlich in den letzten Wochen da einen Durchbruch erlebt, dass viele Leute diesem System einfach nicht mehr trauen. Und was tut man, wenn man dem System nicht mehr traut? Man greift auf den Wert zurück, der seit 3000 Jahren immer die Sicherheit geboten hat, die man sich gewünscht hat. Und das sind einfach Gold und Silber. Und viele Leute, die jetzt sehen, dass der Silberpreis und der Goldpreis so hoch ist, haben natürlich auch Angst. Die denken, ah, der wird wahrscheinlich irgendwann wieder fallen. Der ist zu hoch im Moment. Meine Voraussage ist, der Goldpreis und der Silberpreis im Moment sind sehr niedrig noch angesichts dessen, was wir in der Zukunft sehen werden. Natürlich wird das nicht in einer geraden Linie gehen. Das wird Rücksetzer geben. Aber die Tendenz bei Gold und Silber, die lautet nach oben, nach oben, nach oben. Ja, das kann man auch damit unterstreichen, dass die Zentralbanken jetzt zeitgleich die größten Goldkäufer der Welt sind, während sie uns das Fiat-Geld, also unsere Euros, als glaubhaft und als vertrauenswürdig einstufen möchten, kaufen sie selbst, während sie immer mehr davon drucken, Gold.
Und ich denke, das soll jeden. Entschuldige, aber an der Stelle darf man nicht vergessen, dass die großen Zentralbanken im Moment als Berater BlackRock mit am Tisch haben. Also ja. BlackRock sorgt dafür, dass diese ganzen Märchen verbreitet werden. Ja, es ist unglaublich. Und dazu vielleicht die Anschlussfrage, wenn man also seinem eigenen Geld nicht vertraut und deswegen auch Gold als risikolose Anlageklasse eingestuft hat, schon vor 2, 3 Jahren war das, als durch Basel III Gold zum Tier 1 Asset hochgestuft wurde, also zur risikolosen Anlageklasse, begann das Ganze auch, dass man offen über das digitale Zahlungssystem, die CBDCs, gesprochen hat. Die BRICS haben ja selbst angekündigt in Johannesburg, dass man eine gemeinsame Handelswährung auf digitaler Ebene gründen oder ergründen möchte. Und es gibt auch Swaps mit Ländern wie Saudi-Arabien, damit man die Ölreserven nicht mehr in US-Dollar, sondern in eigenen Währungen, in Yuan, kaufen kann. Ist das der Auftakt zu den CBDCs auf globaler Ebene, was wir gerade sehen? Ja, ganz sicher. Also CBDCs werden garantiert in meinen Augen nicht irgendwo national eingeführt und dann auf mehrere Länder ausgeweitet werden, sondern ich glaube, dass das alles mit einem großen Schlag erfolgen wird. Aber es heißt nicht jetzt, dass es eine CBDC als Weltwährung geben wird, sondern es wird einzelne CBDCs geben. Es wird den digitalen Euro geben, den digitalen Yuan gibt es ja schon. Es wird den digitalen Rubel geben. Aber wir wissen ja inzwischen, dass der IWF, also die mächtigste Finanzorganisation der Welt, an einer Plattform arbeitet, damit diese ganzen untereinander austauschbar werden. Also es wird dann tatsächlich sich in Wirklichkeit um eine Weltwährung handeln, die eben nur den Leuten vorgaukelt, dass es sich um nationale oder um internationale Währungen sowie den Euro handelt. Also im Hintergrund wird diese Plattform gebaut werden und ich denke auch, es wird davon abhängen, wann diese Plattform fertig ist und wann wir mit dem großen Umbruch dann rechnen müssen. Könnte es dann sogar sein, dass der Krieg gegen die Ukraine, also der Einmarsch Russlands, nur angefangen wurde, um das Finanzsystem auf eine digitale Währung umzustellen? Auch Russland hat ja letztes Jahr im August angekündigt, dass man mit dem Pilotprojekt des digitalen Rubel startet und das dann auch jetzt dieses Jahr gesetzlich verankert. Die CBDCs sind also meiner Meinung nach ja eigentlich nur eine logische Konsequenz und vielleicht sogar mehr oder weniger ein Vorwand, um das Ganze und die Sanktionen ein Stück weit zu umgehen. Wie siehst du das? Ja, ganz genau. Also man muss sagen, dass die Ukraine ist ja das Land auf der Welt, in der die Digitalisierung am schnellsten voranschreitet. Also die haben sich da auch vorbereitet und deswegen ist der Krieg für mich auch kein Zufall. Die haben ja im Jahre 2019 ein Digitalministerium eingeführt, einen ganz jungen 28-jährigen Digitalminister da eingesetzt. Und der hat sofort dafür gesorgt, dass zum Beispiel die ganzen Behördengänge digital vorgenommen werden konnten. Und das Ganze wurde im Krieg dann natürlich weiter vorangetrieben, weil in der Ukraine kann ich meinen Pass digital bestellen, ich kann meinen neuen Führerschein digital beantragen. Und das wird den ganzen Leuten als Wohltat verkauft, deswegen, weil draußen ja die Drohnen rumfliegen und weil draußen ja Krieg herrscht. Also da muss man dann eben alles von zu Hause machen. Und deswegen ist die Ukraine natürlich ein wunderbares Versuchslabor geworden für die großen Digitalkonzerne. Also es gibt in Kiew ein Stadtviertel, das als das kleine Silicon Valley bezeichnet wird. Da sitzen die ganzen großen Konzerne aus dem Silicon Valley, wie Amazon, Alphabet und Apple und Microsoft natürlich auch und betreiben da ihr Geschäft. Und das Geschäft betreiben sie da unter Bedingungen, die sie sonst nirgendwo vorfinden. Weil unter Bedingungen des Krieges zum Beispiel gilt kein Datenschutz. Also da kann man entwickeln, so nach aus vollem Herzen entwickeln, ohne auf irgendwelche gesetzlichen Regelungen Rücksicht nehmen zu müssen. Und da gibt es zwei Unternehmen, die ganz besonders hervorstechen. Das eine ist Palantir. Palantir arbeitet ist ein amerikanisches IT-Unternehmen, was auch strategischer Partner vom World Economic Forum ist. Die arbeiten zusammen mit dem ukrainischen Armee und legen für die ukrainische Armee aufgrund der Auswertung von Drohnen- und Satellitendaten die Kriegsziele gegen die Russen fest. Ein anderes Unternehmen ist das Unternehmen Clearview, was nur eine ganz geringe Anzahl von Beschäftigten hat, aber was im Bereich der Gesichtserkennung ganz groß geworden ist. Und zwar dieses Unternehmen hatte in Amerika ein paar Schwierigkeiten mit dem Datenschutz. Also es gab einige Unternehmen, die gesagt haben, also Gesichtserkennung ist gut, damit arbeiten wir, das akzeptieren unsere Angestellten. Aber es gab relativ großen Widerstand, weil viele Leute in den USA sagen, ich möchte nicht über Gesichtserkennung irgendwie in meinen Betrieb reingenommen werden, weil ich möchte einfach nicht so sehr biometrisch erfasst werden. Die haben der ukrainischen Armee angeboten und der ukrainischen Regierung angeboten, passt auf Leute, ihr wollt doch die 260.000 Russen kennen, die in euer Land einmarschiert sind. Ihr wollt die doch nach dem Krieg möglichst alle vor Gericht stellen, als Leute, die euren Frieden gebrochen haben. Wir bieten euch an, die alle biometrisch zu erfassen. Und genau das haben sie in der Zwischenzeit gemacht. Es gibt eine Datei mit 260.000 russischen Soldaten. Da sind die haargenau, haarklein erfasst mit Geburtsdatum, mit Hintergrund. Und das Ganze hat auch noch eine ganz schreckliche Variante. Also auch die toten russischen Soldaten wurden dadurch erfasst
Und deren Familien wurden dann durch dieses Unternehmen mit einem Bild des Toten dann informiert, dass ihr Familienangehöriger in der Ukraine den Tod gefunden hat. Also man kann nur sagen, also leider ist es so, dass Krieg also das beste Labor liefert für die Entwicklung der IT und natürlich dann auch für die Vorbereitung der biometrischen Erfassung der Menschen. Und das ist ein Teil des Plans, um CBDC einzuführen. Weil CBDCs funktionieren schlussendlich nur dann, wenn jeder von uns auf der Welt biometrisch vollständig erfasst ist. Lass uns doch mal über den Zeitpunkt sprechen, Ernst. Die Bundesbank hat ein Paper veröffentlicht. Und zwar steht in diesem Paper, dass man 2025 laut Zeitstrahl den Rollout für den digitalen Euro plant. Du hast gerade auch noch was Spannendes dazu zu sagen, weil du eine Stelle entdeckt hast bei der Bundesbank, die ausgeschrieben ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was du da gefunden hast. Ja, ja genau. Wenn man im Internet nachsieht unter Bundesbank, also man muss drei Wörter eingeben. Bundesbank, Lead, LEAD und CBDC. Und dann findet man ein Stellenangebot für einen Abteilungsleiter, der zuständig sein soll für die Bereitstellung und den Betrieb von Retail-CBDC-Services. Und zwar soll der eine Abteilung von ungefähr 20 Leuten leiten. Das heißt, bei der Bundesbank arbeitet bereits eine ganze Abteilung an der Einführung der CBDCs. Und das zu einer Zeit, wo uns weisgemacht wird, dass das noch lange nicht in Sicht ist. Und in einer Zeit, in der also die Zentralbanker uns allen die Hucke volllügen. Also ein gutes Beispiel dafür hat gerade Thomas Jordan geliefert. Thomas Jordan ist der Chef der Zentralbank der Schweiz, der Schweizer Nationalbank, SNB. Der hat letzte Woche in Zürich bei einer Pressekonferenz gesagt, dass er sogar gegen die Einführung der Retail-CBDC ist, also der CBDC für uns alle. Und das hat er gesagt zu einem Zeitpunkt, wo die Schweizer Nationalbank zusammen mit dem Unternehmen SIX, das die Plattform für digitale Banken in der Schweiz ist, und mehreren Kantonalbanken einen Großversuch durchführt, für Wholesale-CBDCs. Die haben auch das erste Mal den deutschen Namen geprägt für diese Wholesale-CBDC. Die heißt jetzt Großkunden-CBDC. Und diese Großkunden-CBDC unterscheidet sich natürlich von der Retail-CBDC, ist aber nichts anderes als das Vorbereitungsstadium, weil alle Leute im Bereich der Großkunden sind natürlich glücklich über diese neue CBDC, weil sie selber hinter dieser neuen Technologie stehen. Aber da wird natürlich das vorbereitet, was uns dann aufs Auge gedrückt wird. Und wenn Herr Jordan heute sagt, er ist dagegen, dann lügt er. Oder er muss seinen Posten nächste Woche räumen und sagen, also ich habe leider großes Unheil angerichtet und bekenne mich schuldig. Aber dass der das sagt, erinnert mich auch an das, was Jerome Powell in der letzten Woche gesagt hat. Der hat nämlich auf einer Pressekonferenz gesagt, also die CBDCs sind noch Lichtjahre entfernt. Wir sind in der Entwicklung noch lange nicht so weit. Das ist alles ganz hart gelogen. Das ist absolut nicht richtig, sondern man muss damit rechnen, dass die CBDCs viel früher kommen als geplant. Also es war mal geplant, dass die bis 2030 kommen sollen. Aber das System ist im Moment auch so fragil, dass man möglicherweise dann sehr überraschend damit kommen wird, noch bevor die richtig fertig sind. Also wir stehen jedenfalls im Finanzsystem vor riesigen Turbulenzen. Ja, man sieht das auch daran, dass das WEF dies ja ausgerufen hat, Fake News als größtes Thema auf die Agenda zu nehmen, Ernst. Wir sehen auch, der Digital Service Act ist da. Wir sehen, es wird alles bekämpft. Auch wir merken, dass an unseren Reichweiten massive Einschränkungen vorgenommen wurden, ja. Ernst. Und das zeigt doch ganz deutlich, dort, wo die Wahrheit herrscht, muss man zensieren. Ansonsten bräuchte man diese Mechanismen nicht. Zu dem Job, dem Lead bei der Bundesbank, möchte ich nochmal sagen, vielleicht möchte sich ja einer unserer Zuschauer sich bewerben und dieses Projekt boykottieren. Ich würde es sehr begrüßen. Aber ja, nochmal, um zum Zeitpunkt der CBDCs zurückzukommen. Du hast ja gerade angesprochen, den digitalen Yuan gibt es. Der digitale Euro ist in der Pilotphase. Der FedNow wurde letztes Jahr gestartet. Digitaler Rubel ebenfalls. Was braucht es jetzt noch an Black Swan-Ereignis, an schwarzen Schwan, um die Dinger live zu bringen? Ist es ein Krieg? Ist es vielleicht irgendwas, was wir noch nicht sehen können? Ja, ich denke schon, ein Krieg wäre möglich. Aber ich glaube, dass noch etwas anderes möglich ist. Also einmal ist natürlich auch möglich ein großer Finanzcrash. Den halte ich für sogar möglich noch ein bisschen wahrscheinlicher im Moment, weil dieser Finanzcrash mit einem Wirtschaftseinbruch zusammengehen könnte. Und dieser Wirtschaftseinbruch könnte zu Massenentlassungen führen. Und da wir ja im Bereich der KI unglaubliche Vorbereitungen im Hintergrund gesehen haben, ist es heute möglich, also Millionen von Jobs also sehr schnell auszugleichen durch die KI. Also ich denke, wenn dann so eine Massenentlassungswelle käme, die dann in Deutschland zum Beispiel zur Entlassung von mehreren Millionen Menschen führen würde, das würde natürlich den Boden wunderbar vorbereiten für die Einführung von CBDCs, weil man die dann in Form des universellen Grundeinkommens einführen könnte und den Leuten praktisch so als Wohltat erscheinen lassen würde. Man würde das Ganze dann natürlich begleiten, indem man auch die Renten auf CBDCs umstellt, aber die Rentner würden sich da garantiert nicht gegen aufstellen, weil die wären froh, wenn sie ihr Geld überhaupt noch bekommen. Vielleicht wird man das sogar mit einer kleinen Rentenerhöhung verbinden
und dann wird man alle Sozialleistungen des Staates nur noch in CBDC-Form ausgeben. Das wird im Moment dann wirken wie eine Erleichterung, wird aber langfristig nicht funktionieren. Also ich denke, man setzt so ein bisschen darauf, dass man auf diese Art und Weise das Ganze den Leuten so versucht, schmackhaft zu machen. Das ist überhaupt eine Tendenz, die ich im Moment ganz stark weltweit erkenne und auf die ich in dem Webinar dann nochmal ganz genau eingehen werde. Also man versucht weltweit im Moment den Leuten, weil man erkannt hat an drei Großversuchen, dass die Leute die neue CBDC nicht freiwillig akzeptieren, versucht man den Leuten diese CBDCs auf irgendeine Art und Weise schmackhaft zu machen. Wer es nicht glaubt, auch auf dem diesjährigen WEF in Davos, als sie wieder mit ihren 1000 Privatjets eingeflogen sind und uns dann über das Klima belehren wollten, hat die niederländische Königin übrigens genau darüber gesprochen, dass es die Ansprüche auf Renten und sonstiges, auch Schule und so weiter, Bildung, nur noch über diese CBDCs geben wird und über die Verbindung der digitalen ID mit dem digitalen Geld. Also wir brauchen eine digitale ID, sagt sie. Also ihr seht, das, was Ernst anspricht und was vor einigen Jahren noch als böse Verschwörungstheorie abgetan wurde, auch dass es zu einem Verfallsdatum des Geldes kommen kann, ist heute alles Realität. Es steht in den White Papers, es steht in den Gesetzesentwürfen, das digitale Zentralbankgeld wird sogar offline verfügbar sein. Also es könnte das Bargeld verdrängen, es wird es, das ist der große Plan. Doch es gibt auch Gegenmechanismen. Ernst, du bist zum Beispiel einer derjenigen, der sagt, Silber ist einer der Wege, den man nutzen kann, um sich vor diesen Entwicklungen zu schützen. Silber wurde in der Geschichte noch nie verboten. Warum denkst du denn, dass Gold oder vor allem auch Silber ein gutes Schutzmittel ist, vielleicht für den kleinen Mann in Zeiten der Einführung der CBDCs? Ich denke, wir stehen vor riesigen Verwerfungen, was das Geld angeht. Und ich glaube auch, dass wir sehen werden, dass sehr viele Leute diese neue Währung nicht freiwillig akzeptieren werden. Also der Großversuch in Nigeria hat das gezeigt. Auch die beiden anderen Versuche auf Jamaika und auf den Bahamas haben gezeigt, die Leute sind nicht so leicht für diese neue Währung zu begeistern. Also die Leute haben da ganz große Ressentiments. Es hat sich inzwischen auch rumgesprochen, dass das nichts anderes ist als moderne Sklaverei. Das ist das erste Zweiklassengeldsystem in der Geschichte der Menschheit ist. Also das ist mit so vielen negativen Aspekten verbunden, dass ich glaube, dass sehr viele Leute sich davon abwenden werden. Und die werden keine andere Chance haben, als auf das zurückzugreifen, was seit vielen tausend Jahren als sicheres Geld gilt. Ich erinnere da nur an den Spruch von J.P. Morgan, dem wichtigsten und mächtigsten Banker des letzten Jahrhunderts, der mal gesagt hat, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Das Gleiche gilt auch für Silber. Also in schwierigen Zeiten wird man auf das wieder zurückgreifen müssen. Und wir stehen vor schwierigen Zeiten und es werden sich Parallelgesellschaften bilden. Wir sehen überall, dass Leute sich jetzt zusammenschließen, dass auch Landwirte sich zusammenschließen mit Leuten in den Städten, die direkt beliefern. Und ich glaube, dass gerade die konservativen Landwirte die Ersten sein werden, die sagen werden, also ich akzeptiere keine CBDCs, ich bin aber sehr bereit, also einen Silbertaler zu akzeptieren, wenn ich dir Obst und Gemüse oder Fleisch verkaufe. Also ich glaube, dass wir da vor einer ganz großen Renaissance gerade vom Silber stehen, weil das Gold eben im Alltag nicht so die ganz große Rolle spielt. Gold ist eine wunderbare Absicherung, aber eben für den Alltag, für den Einkauf von Brot und Obst und Gemüse nicht so gut geeignet. Also ich denke, da wird Silber jetzt also einen ganz großen Lauf hinlegen. Und ich bin auch noch ganz überzeugt, dass wir da erst am Anfang der Entwicklung stehen werden. Also Gold und Silber werden durch die Decke gehen. Ich erinnere an dieser Stelle mal daran, dass der Goldpreis in der Weimarer Republik am Ende der Hyperinflation bei 87 Billionen Mark gelegen hat. Der Preis für eine Unze Gold, 87 Billionen Mark. Ja, ich habe auch Geschichten aus dem eigenen Familienumfeld, dass es auch möglich war, mit 3 bis 4 Unzen Gold in Würzburg, also in meiner Heimat, ein ganzes Einfamilienhaus zu erwerben. Mag man sich heute mal ausmalen für eine Unze Gold, die jetzt aktuell 2000, ich müsste jetzt mal den Preis anschauen, während wir das Video drehen, 2400 Dollar kostet, also knapp 10.000 Dollar umgerechnet. Aber wenn alle Menschen ihre Kaufkraft verloren haben, sind natürlich diejenigen, die sie gespeichert haben, die Reichsten und sowas, auch immer in der Geschichte ernst. Und dann vielleicht noch die Abschlussfrage von David S., einem Zuschauer, hat geschrieben, ist die aktuelle Gold- und Silberpreisrallye Ihrer Meinung nach ein Vorbote für die CBDCs und wie lange wird sie anhalten, beziehungsweise zu welchen Preisen wird sie uns führen? Ja, also sie ist auf jeden Fall ein Vorbote für die CBDCs, weil die CBDCs werden kommen. Also die müssen das einführen, weil wir haben diesen riesigen Schuldenstand. Die Schulden müssen irgendwie weginflationiert werden. Wir werden eine Hyperinflation erleben irgendwann. Die wird künstlich herbeigeführt werden. Und dann muss das Ganze wieder neu gestartet werden. Aber auf jeden Fall mit CBDCs wird man versuchen, sich über mehrere Jahre hinweg zu retten. Also das wird kommen. Gold wird weiter also auf diesem Höhenflug bleiben, weil das ist gerade erst der Anfang, den wir sehen. Also viele Leute sind jetzt schon ein bisschen unruhig und denken, also ich habe das Gold für 1600 Mal gekauft.
Jetzt ist es bei 2.400, das sollte ich doch verkaufen. Da habe ich jetzt dann 50% Gewinn gemacht. Also ich würde den Leuten wirklich ganz dringend raten, einfach ein bisschen geduldig zu bleiben. Natürlich wird das Gold auch noch gewaltige Rücksätze erleben. Also wir müssen damit das rechnen, dass der Goldpreis auch an einem Tag mal um 200, 300 oder vielleicht auch $350 wieder zurückgeht, weil die großen Banken, die werden alles tun, um diesen Goldpreis weiter nach unten zu drücken. Aber die Situation, die allgemeine Situation, die spricht zu unseren Gunsten und zugunsten des Goldes, und die werden den Lauf der Geschichte nicht aufhalten können, auf gar keinen Fall. Also man muss mit diesen Rücksetzern rechnen, aber wenn man nicht gerade ganz kurzfristig denkt, sondern mittelfristig oder langfristig denkt, dann sollte man sein Gold auf jeden Fall bewahren in diesen Zeiten. Du sprichst es an, der Lauf der Geschichte, die Zyklen haben es uns gezeigt, wir stehen am Ende eines Vier-Generationen-Zyklus, eines Superzyklus. Zum letzten Mal haben die USA Großbritannien abgelöst, davor eben die Niederlande wurden abgelöst von Großbritannien. Jetzt stehen wir eben am Machtwechsel Ost-West, China, USA stellvertretend. Und in diesen Zeiten hat Gold immer gesprochen und wir sehen es gerade live vor unseren Augen. Liebe Zuschauer, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie ihr eure Taktiken an die Hand bekommt, um euch mit Gold und Silber in den Krisenzeiten zu schützen und auch zu den Gewinnern zu zählen. Und viele unserer Kunden und Zuschauer, Ernst, und da danke ich dir auch ganz herzlich, haben aufgrund dieser Hinweise auch die Entscheidung gefällt, trotz der harten Medienkritik. Und dazu beglückwünsche ich natürlich alle Kunden oder alle, die es werden möchten. Hier geht es zum Live-Seminar am Mittwoch. Taktiken zum Vermögensschutz mit Gold und Silber, rettet euer Geld. Und Herr Lindner war so lieb und hat ein bisschen Werbung für uns gemacht, denn er spricht darüber, dass Gold nichts anderes ist als Sicherheit. Schaut gerne mal ins Video vorbei, ihr werdet aus dem Lachen nicht rauskommen. Ernst, ich freue mich riesig auf deinen Gastbeitrag am Mittwoch und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Danke für die Einladung.